Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich haben in der letzten Folge das Dach vorbereitet und setzen das jetzt fort. Ja, danke. Let's go. Ich glaube, die letzte Tüte war generell, das war, glaube ich, die Rekordzeit. Ja. Keine 8 Minuten. Was? Ja, eben. Wow. Ich glaube, so schnell hätte ich noch nie ein Tütchen, jetzt abgesehen von den kleinen Sets vielleicht, aber... Ja. Recycling! Kann ein Rekord sein, ja. So, dann lass mich mal den Anfang machen, ja. So, was haben wir denn da? 4, 5, 6, 8, 9, 10. Du musst erstmal ein Rating finden, ja? Ist doch okay. Lass dir Zeit. Ich wollte es dir nur schon. Ja. Du setzt mich total unter Druck. Merk das. Ich dich? Ja. Mhm. Ja. Ist klar. Ja. Fertig? Natürlich. Und jetzt noch zwei von den Finden. Da ist schon eine Karre drauf, wo wir das noch gar nicht drauf sollen. Ja, das passiert beim Auspacken. Hatte ich vorhin auch schon. Naja, die... Ich glaube, ich will wieder zwei Teile machen. Nee, mehr. Dach. Ich werde bekloppt. Dach. Da nimm. Dach. Da. So, Frühmittag habe ich vorgenommen. Spätmittag. Europa erlebte nach Ansicht der älteren Forschung ab ca. 1300 eine gewisse Krisenzeit. Objektiv feststellbar sind etwa Klimaveränderungen, die sich nachteilig auswirken, wie heute auch. Doch dominierte in Deutschland lange Zeit auch die Ansicht, dass es zu einer politischen Krisenzeit gekommen sei. Diese Forschungsdebatte betraf allerdings stärker die deutsche Medievistik, weil dort die Abfolge des Mittelalters in drei Stufen geprägt war. In Italien oder Frankreich wurde keine derartige scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird wesentlich differenzierter geurteilt und unter anderem die Übergänge in die beginnende Neuzeit betont. Hinzu kommen neue Forschungsansätze und neue Quellenbefunde. Insofern hat ein Paradigmenwechsel in der Spätmittelalterforschung stattgefunden. Im 14. Jahrhundert begann aufgrund von Erbstreitigkeiten und die französische Krone der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England von 1340 bis etwa 1420. So, Kunst und Wissenschaften befanden sich im Spätmittelalter im Aufbruch. Die bereits im Hochmittelalter erfolgte Gründung der ersten Universitäten, vor allem in Italien und Frankreich, verhalf den Wissenschaftlern und der Philosophie zu einem neuen Aufschwung, denn sie verbreiten die Lehren antiker Gelehrter und ebneten so den Boden für die Epoche der Renaissance. Den Künstlern eröffneten sich neue Möglichkeiten der Auftragsarbeiten für das selbstbewusste Bürgertum. Die bisher auf kirchliche Motive beschränkte Malerei wurde nun auf andere Bereiche ausgeweitet. Auch die Dreidimensionalität wurde von den Malern entdeckt. Die Architektur lehnte sich infolge der Renaissance-Bewegung wieder an alte römische und griechische Vorbilder an. Die Wirtschaft erlebte trotz der Pest eine Blüte. Das späte Mittelalter war die Zeit des aufsteigenden Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Genannt seien die italienischen Stadtstaaten, die Städte Flanderns und der Städtebund der Hanse an Nord- und Ostsee.
Die Hanse bewirkte durch den schwunghaften Handel eine weitere Besiedlung Nord- und vor allem Osteuropas durch hauptsächlich deutsche Kolonisten. Durch die Handelskontakte entstanden daneben in Russland eine Reihe neuer Fürstentümer, die nach und nach das mongolische Joch abschüttelten. Aus dem mächtigsten von ihnen, dem Fürstentum Moskau, sollte sich später das russische Zarenreich entwickeln. Ja, dieser Hanse war ja sozusagen die erste europäische Vereinigung quasi. Sie haben dann Zölle abgeschafft und Richtlinien gemacht. So war es ja immer, du musst von Stadt zu Stadt Wegzoll zahlen. Oh ja. War alles klein. Das finde ich irgendwie so gut in Aussicht. Das stimmt. Aber einen Teil schon fertig. Wow. Wow. Geht schneller als man denkt, ha? Ja. Früher war das auch so, die Könige, wenn die Töchter hatten, dann haben die an andere Reiche, sie haben politisch geguckt, was am sinnvollsten ist, wo sie die Tochter vermählen, damit ihr Reich größer wird und ihr Einfluss größer. Ja, da hast du recht. Wurden nicht aus Liebe geheiratet. Ja, ist das so. Eher nicht. Eher nicht, nee. Vielleicht hat es eventuell mal gepasst, aber... Selten. Wahrscheinlich eher selten. Das ist fertig so, oder? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich kann schon mal das nächste bauen. Wieso geht das nicht? Nee, so ein Dach hatten wir auch noch nicht, das stimmt. Das weitermachen. Sieht sehr merkwürdig aus. Findest du? Ich find's gut. Ja, gewinnungsbedürftig. Ach. Ja gut, wir haben in unseren Städten ja selten solche Dächer, das ist wahr, aber... Generell... Mal was Neues. Jetzt hätten wir nur diese, weiß ich, Flachdächer. Sonst hatten wir immer nur einfache Schrägen. Also ja. Sowas wie hier. Ja, richtig. Machen wir mal mit Schindeln so richtig. Ja, richtig. Richtig schick. Ach, richtig schick, das stimmt. Das sieht das so ein dunkler. Thank you.
vor allem so egal. Weißt du, da ist wenig Muster drin. So, es ist halt, was ich sagen will. Ja, wenig Muster, ja. Ja, es ist halt nicht planbar, ist auch das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Ja. Wenn man es jetzt ohne Anleitung baut, hätte man wahrscheinlich so versucht, die Farben zu sortieren, was in dem Fall gar keinen Sinn mehr gibt. So, jetzt brauche ich den hier noch. Stell dir vor, Lego hätte draufgeschrieben, sowas wie, mischen Sie die einfach bunt durch. Ja. Wie viele Leute werden daran verzweifelt? Umdrehen und dann. Das kommt jetzt so rein, bei dir. Mhm. Ich übernehme das mal. Ja, einfach. Dann kannst du es direkt auch drauf machen. Aber auch die andere Seite. Andere Seite, ja. Ja. Also jetzt zeigen wir, wo ordentlich ja, weil da ist einfach da reingesetzt. Wie soll das funktionieren? Oh. Einfach reingesetzt? Bin mir noch nicht sicher. Ach so, ah, da sind ja diese Bänke für. Ja, die Bänke, ja. Quasi hier reingelegt. Dachte ich mir schon, ja. Ob du die Zuschauer machst, wird aber nur aufballer. Schwer zu sagen. Wird einfach reingelegt. Ja. Aber nur deswegen haben wir diese Ecken da. Die werden dann einfach. Ja, damit haben wir diese Buchrotung. Ja, Bart. Hier, nimm. Ja, hier, nimm. Ja, einfach kurz orientieren, was ich hier gemacht habe. Das wird bestimmt das Fenster, was hier reinkommt. Das denke ich auch. Sonst wäre da ein Riesenlücke. Kann ich mir nicht vorstellen. Stellst du einmal hin, hast du immer Wasser. Ja. Aber das wird wohl da reinkommen. Unternehmen. Ja. Das bricht ja normalerweise auseinander. Ja, das geht nicht richtig rein. Ne? Nein, weil das hätte man vorher machen müssen, aber das sagt Voll. Lego einen nicht. Weil wenn du es so hast, dann geht es einfacher, ja.
hab's doch falsch schon, oder? Deswegen ging er nicht. So. Hm. So. Und dann kam das so, ne? Ich will kurz mal zusammenbauen. Und sag ich hier noch drauf? Kann ja nicht sein. Dann wäre das ja nicht eine Höhe. Ja, richtig. Das ist nur. Ah ja, ich sehe auch den Fehler. Da kommt der Vierer nämlich noch runter. Ja, da kommt noch ein. Der weiß das. Ja, ja, das soll ich nun so. Sie kommen dann auf einmal nie dahinter. Na. Geht ich schön, oder? Ja, das ist schön. Nicht? Begeisterung lebt. Ja, ja, sicher. Jetzt holen wir es alles. Ja, warum soll es dir besser gehen als mir? Ich habe auch nicht gesehen, wo er hingeflogen ist. Ich auch nicht. Das kommt so davor. Irgendwas da runter geflogen ist. Das hat nur Flusch gemacht. Ich heb's mal eben auf. Relevantes Teil? Ne, da fehlt nichts. So, wo kommt das ran? Ja, wohin wohl? Wo wir gesagt haben, ja? Ja, sicher. Wenn das mal gehen würde. Die Farbe. So rum ist besser. Also es guckt relativ weit raus, ne? Nee. Ja, man muss ja auch weit rausgucken. Kommt das nicht weg? Ah. Muss direkt drauf, oder nicht? Ja, die Frage ist, ob es da hinkommt. Ja, genau da. Oder ob es einen weiter nach vorne kommt. Nein, das glaube ich nicht. Weil so habe ich hier nämlich eine Lücke. Und das sieht seltsam aus. Siehst du das? Ja, sehe ich. Aber nach vorne klappt das nicht, weil das dann im Weg wäre. Das muss so. Kannst ja auch kippen. Dann schauen wir mal. Ja, ich weiß, was du meinst. So, kannst du näher ran. Fummelarbeit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so richtig ist. Muss aber. Ja, aber der Erker, der guckt deutlich weiter raus. Vor allem das obere. Siehst du, der guckt komplett raus, die Vierer. Ja, das ja. Aber so guckt es ja auch raus. Guck. Aber nicht komplett. Vor allem sitzt das Gefühl da irgendwie höher, oder? Ich finde es so schön. Davon abgesehen sitzt das Dach ja auch nicht richtig. Lass mal los. Schon so richtig. Ja, ich guck mal. Ob wir da nicht irgendwas übersehen haben. Lassen.
Ja, das werde ich hier jetzt gucken. Wir haben nichts übersehen. Schon so richtig. Sieht doch schön aus. Was ist das denn? Ja, so einigermaßen, ne? So muss das schon sein. Guck, es sind doch beide blauen Dachpfannen komplett draußen. Sieht so aus, ja. Das ist auch so. Das Foto ist nur scheiße. Nee, das glaube ich nicht. Ach, Thorsten, aber weiter nach vorne geht's ja nicht. Muss ja schon bündig sein. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Komm, wir beenden jetzt die Folge. Machen 13. Boah, jetzt bist du so nervös. Mal los. Wir werden ja sehen, wie das hier aussieht, was da noch hin. Gar nichts. Bis zur Tütchen reich und wir klären dann noch. Bis dann.